Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal ein anderes Video und zwar ein Unboxing. Und zwar habe ich Post bekommen von Mr. Dub. Ich weiß auch schon, was da drin ist. Kleiner Spoiler, eine Schallplatte. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Mr. Dub ist ein Hersteller von Vinylplatten, ist in Österreich zu Hause. So. Spannend. So, was haben wir denn hier? Ah ja, offenbar eine Art Gummibärchen. Dann einen kleinen Katalog über Vinylzubehör. Ja, offenbar, wie man Schallplatten anständig pflegt und hegt. Ja. Und dann ist hier die Schallplatte. Cool, ein Lieferschein und ein Dankeschön. Okay. Legen wir mal beiseite. Ein Aufkleber, Mr. Dub, kann man sich wahrscheinlich auf das Schallplattencover kleben. Eine Art Werbung. Ja. Haben wir hier eine schöne, ein Schutz. Dann erstmal weg. Und, oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Die Schallplatte ist nicht im Cover. Okay. Ja, etwas überraschend. Das war jetzt fast gefährlich. Ich stelle die Platte erstmal da hinten hin. So. Dann schauen wir uns als erstes einmal das Cover an. Ja, es handelt sich um ein Musikprojekt Graue Katze. Das könnt ihr bei Spotify und auch bei YouTube oder eigentlich jedem anderen Streaming-Dienst euch anhören. Und das gibt es auch auf Vinyl. Die Rückseite sieht dann so aus. Da kommt ihr auch die Hauptkünstlerin, die Graue Katze. Schönen guten Tag und tschüss. Ja, sehr schön. Gucken wir uns nochmal die Schallplatte als solches an. Wow! So soll es sein. Seite 1 und Seite 2. Und ob da auch wirklich Musik drauf ist, das hören wir uns jetzt mal an.